Joachim Löw, welche Erkenntnisse bringt Ihnen dieser letzte Test des Jahres 2017? Wahrscheinlich einige, wenn ich das Spiel nochmal im Nachgang dann genauer anschaue und analysiere. Aber ich fand es irgendwie heute schon auch ein wahnsinnig interessantes Spiel, ein gutes Spiel. Beide Mannschaften haben irgendwie klasse Spieler in ihren Reihen und war schnell nach vorne und glaube auch mit viel Tempo im Spiel. Also von daher bin ich eigentlich mit dem ganzen Jahr auch mit dem Spiel irgendwie zufrieden. Sie schlagen schon die Brücke zum ganzen Jahr. Ich denke mal ein Jahr, mit dem man zu 100% zufrieden sein kann aus Ihrer Sicht, oder? Ja, es war schon ein erfolgreiches Jahr. Confed Cup-Sieger, das war was Außergewöhnliches mit dieser Mannschaft. Dann 10 Siege in der Quali, jetzt das ganze Jahr ungeschlagen. Also damit können wir gut leben. Wir wissen, dass wir schon noch einiges irgendwie auch verbessern können und dass wir ein bisschen Arbeit vor uns haben. Das ist aber auch normal. Fehler sind auch, der ein oder andere passiert auch heute, aber das finde ich auch irgendwie gut. Das hilft uns weiter. Und von daher bin ich mit dem Jahr insgesamt zufrieden, auch mit der Freude, mit der Begeisterung, wie die Spieler so irgendwie auch immer zur Nationalmannschaft kamen. Gibt es heute jemanden, den Sie besonders hervorheben möchten? Ich fand es jetzt mal sehr gut, dass die Mannschaft in der Halbzeit, haben wir auch nochmal gesagt, bleibt es einfach mal ruhig, keine Nervosität, man liege hinten, kann ja beim Turnier auch mal passieren, mit so einer Situation muss man umgehen, dass wir dann irgendwie auch zurückkamen und der zweite Rückstand eben auch ausgeglichen haben, das war gut. In der zweiten Halbzeit haben wir das Spiel nochmal ein bisschen angezogen, waren nach vorne hin auch ganz gut und dynamisch. Ich fand jetzt persönlich, dass der Kevin Trapp einfach auch ein sehr gutes Spiel gemacht hat. Der hat lange nicht mehr gespielt, war ein schwieriges Spiel, auch eine schwierige Situation für ihn. Und trotzdem war er in den Momenten, in wichtigen Momenten einfach auch da. Und das freut mich für ihn, das ist gut für uns und für ihn natürlich auch. Ansonsten glaube ich, war es insgesamt eine kompakte, gute Mannschaftsleistung heute. Mit Fehlern, aber auch mit vielen, vielen guten Dingen. Reden wir noch kurz über Italien, Joachim Löw. Die große Mannschaft hat sich gestern nicht qualifiziert. Was sagen Sie dazu? Ja, wir haben das Spiel angeschaut. Gerade die Schweden haben wahnsinnig verteidigt und sich mit allem reingehauen. Gratulation an die Schweden, aber auf der anderen Seite, klar, wenn so eine Nation wie Italien nicht dabei ist, dann tut es einem auch selber ein bisschen weh. Ich kann die Enttäuschung nachvollziehen. So eine Nation war immer bei der WM dabei. Es wäre wie wenn Deutschland oder Frankreich oder vielleicht Brasilien mal nicht dabei wäre. Also es tut mir ein bisschen leid. Vielleicht ist auch die Chance zu einem Umbruch jetzt in Italien. Aber Italiener haben wirklich auch große Spieler, Buffon und Bonucci oder De Rossi. Das sind Spieler, die jahrelang irgendwie für die Nation auf höchstem Niveau gespielt haben. Die Italiener waren immer schwer. Und wenn so Mannschaften auch wie Holland oder wie Italien nicht dabei sind oder Chile, dann ist es eigentlich ein bisschen schade.